dieses Jahr haben sie wirklich mal was anderes. Dieses Jahr sehe ich hier einen Minicomputer, also einen Laptop und einen Drucker und ein paar fertige Bilder. Ja, im letzten Jahr kündigte ich ja an, dass ich das Konzept meines Standes etwas umstrukturieren wollte. Die alleinige Präsentation von Fotoapparaten erschien mir auf die Dauer ein bisschen flach. Mein Stand nennt sich jetzt interaktiv. Sie können sich also von mir fotografieren lassen. Wir werden das Bild mit einer Digitalkamera aufnehmen, über einen Laptop bearbeiten und gleich ausdrucken. Es hat den großen Vorteil, man hat das Bild sofort da, ist wesentlich größer und besser als ein Polaroid-Bild und der technische Fortschritt ist einfach nicht aufzuhalten. Man muss mit der Zeit gehen, auch im fotografischen Bereich. Wenn ich mir das Bild ansehe, was ich auf dem Laptop sehe, ist das, ich mache mal ganz profan, astrein. Astrein heißt erste Qualität. Ja, kann man so sagen. Wenn die Auflösung hoch genug ist, dann ist das Bild auch wirklich in einer Schärfe auf dem Monitor zu sehen, die also wirklich ausreichend ist. Nicht nur ausreichend, also wenn Sie sich die auch selbst betrachten, die Farben sind schön klar, brillant und hell. Die Digitalkameras haben auch den großen Vorteil, dass sie lichtempfindlicher sind, lichtstärker sind. Man kann also schon noch bei etwas, naja, dubiosen Lichtverhältnissen noch ganz gute Ergebnisse erzielen. Also das heißt, dass Sie auch im fast Dunkeln fotografieren können, also im Dämmerlicht und das Dämmerlicht nicht von irgendeiner Beleuchtung noch aufgehellt werden muss. Naja, im ganz schlimmen Fall kann man bei Kerzenlicht sogar noch damit fotografieren und die Ergebnisse sind also noch akzeptabel. Was man schon bei den herkömmlichen Fotoapparaten da an die Grenzen stößt, wo man auch mit hochlichtempfindlichen Filmen nicht mehr so ganz klarkommt, da ist die Digitalfotografie doch einen Schritt weiter. Gerade wenn man jetzt diesen Bereich der Lichtempfindlichkeit nimmt. Die Geräte, die Sie hier benutzen, ich hatte vorhin einige genannt, aber ich möchte mal gerne nochmal den Fotoapparat ansprechen. Es ist ja im Grunde genommen ein Fotoapparat, obwohl es ja ein Computer ist. Ja? Also ein kleiner Minicomputer, der die Bilder umsetzt. Aber das erzählen Sie mal lieber selber. Naja, der Fotoapparat als solcher ist ja in der Grundkonstruktion erhalten geblieben. Wir haben also eine Linse, wir haben Verschlüsse, die altherkömmlichen Attribute eines Fotoapparates sind erhalten geblieben. Nur das Speichermedium hat sich grundsätzlich geändert. Wir belichten keinen Film, sondern wir speichern Daten auf unterschiedlichen Chips. Ob das Smart Media ist oder Compact Flash oder ob es eine Minidisc ist, das spielt gar keine Rolle. Und diese Medien können direkt in den Computer eingelesen werden. Man kann die Kamera auch direkt anschließen und über USB-Kabel dann die Bilder runterladen. Also der herkömmliche Film ist durch einen kleinen Chip abgelöst worden. Das heißt, dass jeder normale Bürger jetzt also praktisch Fotograf sein kann und wenn er so ein bisschen was vom Computer versteht und sich seine Bilder selber machen kann und die auch in der von ihm gewünschten Form nachher ausdruckt. Naja, das muss man mit Einschränkungen sagen. Man braucht ja dazu ein umfangreiches Equipment. Nicht? Man kann nicht in den Fotoladen gehen, sich eine Kamera kaufen und sagen, ja, die brauche ich oder die möchte ich gerne haben. Und der Fotohändler schwatzt jemandem eine Kamera auf, die dann nachher völlig überzüchtet ist. Er braucht also das Umfeld, um nachher zu dem fertigen Bild zu gelangen. Diese Kosten liegen bei weitem über dem eines normalen Fotoapparates und wenn man es umrechnet und hochrechnet, kann man mehrere tausend Filme letztlich belichten, um dann auf die Kosten zu kommen, die das gesamte Equipment dann an Aufwand gekostet hat. Naja, aber da ist ein Punkt meines Ermessens nach zu beachten, der ja nicht ganz von ohne ist, denn der Film, das Bild, bleibt zu Hause in den eigenen vier Wänden und kann in der gewünschten Form eben fotografiert werden und ein Dritter hat keinen Zugriff. Ja, sicher, das stimmt schon. Man kann alles in Eigenarbeit herstellen. Allerdings muss man immer wieder noch sagen, es gehört auch ein
gutes Stück Kenntnis dazu. Man kann nicht einfach auch in den Laden gehen und sich einen Computer kaufen. Man muss schon die Grundbegriffe mindestens kennen, obwohl die Programme, sagen wir mal, sich selbst erklären und auch ziemlich einfach manchmal sind. Manche Programme sind sehr komplex oder sie sind unübersichtlich in der Menüführung. Also man muss schon bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Man kann nicht einfach das so anfangen und sagen, so jetzt mache ich es so wie Seilspringen. Das klappt an der Stelle nicht. Und der Kostenfaktor ist noch zu berücksichtigen. Wenn Sie überlegen, eine DIN A4-Seite auf einem glossy Hochglanzpapier mit allen Kosten drumherum, bringt sie etwa so auf 2 Euro. Das ist ein Stück Geld, wenn man überlegt, dass man für 9 Cent in den Supermärkten einen Abzug für 10 mal 13 oder so bekommt, da ist natürlich die Liebe dann zum Medium erforderlich, nicht? Also man darf das alles nicht unter dem großen Kostenfaktor sehen. Ja, Journalismus ist ja ein Faktor, der diese Fotoapparate nutzt und da muss es schnell gehen. Der Journalist macht das Foto und es muss schnellstens in die Redaktion und muss schnellstens bearbeitet werden. Und ich glaube, da hat dieses Gerät wirklich Zukunft, oder? Ja, sicher. Denn die zeitraubende Filmentwicklung fällt weg. Man muss nicht erst schauen, ist das Bild oder man hat nicht die Ungewissheit, ist das Bild jetzt so, wie es gewünscht wird, geworden. Man hat den sofortigen Einblick nach der Aufnahme auf das Bild auf dem kleinen LCD-Monitor auf der Kamera. Man kann sofort erkennen, muss ich nochmal das Motiv schießen. Also die Vorzüge sind schon wesentlich größer noch als bei der herkömmlichen Fotografie. Da ist immer so ein Unsicherheitsfaktor letztlich bei und auch ein Zeitfaktor, den man dann auch berücksichtigen muss. Ne? Sie sagten vorhin etwas Interessantes, dass die Qualität heute bei normalen Fotoapparaten an seine Grenzen stößt. Das heißt, die Lichtempfindlichkeit ist irgendwo nicht mehr dann in der Form gewährleistet, wie man es vielleicht wünschen würde. Der Computer bietet da vielleicht andere Möglichkeiten? Ja, man kann natürlich in der Bildbearbeitung nachher nochmal Bilder aufhellen oder bearbeiten, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Bildbearbeitung oder Bildverfremdung mit Hilfe des Computers fällt bei mir schon in den Bereich Kunst. Und Fotografie ist für mich das Abbilden und vielleicht nur die Ausschnittvergrößerung über den Computer machen, aber die Wirklichkeit so zeigen, wie sie ist, nicht verfremden, nicht verfälschen, nicht bearbeiten. Das gehört für mich in den Bereich Kunst. Man kann durch kleine Kunstgriffe ein Bild, was nicht 100% geworden ist, noch ein bisschen aufpeppen in der Schärfe, im Kontrast, in der Helligkeit. Das ist alles kein Problem, aber das sind meines Erachtens nach so kleine Kunstgriffe, die erlaubt sind. Aber Verfremdungen, wie sie im Bereich der Farbe jetzt möglich sind, die hören für mich nicht mehr so zur Fotografie. Da bin ich doch irgendwo noch Purist und sage nein, bis dahin, aber dann nicht weiter. Jetzt kommt noch eine ganz boshafte Frage. Wenn Sie heute die Wahl zwischen einem Computerfotoapparat und einem normalen herkömmlichen Fotoapparat gleicher Qualität hätten, was würden Sie heute wählen? Das kommt darauf an. Die Frage kann man nicht eindeutig mit einem so oder so beantworten. Wenn ich schnelle Aufnahmen brauche, die ich gleich sehen will, ist der Digitalfotoapparat gut und schön. Er hat sehr viel Komfort und er ist sehr schnell in der Bedienung, wenn man ihn so arbeiten lässt, wie er es vorschlägt, sehr schön. Wenn ich aber in das Bild, in die Belichtung eingreifen möchte und vielleicht auch ein bisschen größeres Bild machen möchte, dann würde ich auch, und habe viel Ruhe, dann würde ich auch einen herkömmlichen Fotoapparat wieder vorziehen, weil ja, er ist eben noch ein Stück althergebrachtes, sagen wir mal. Ja, ich weiß nicht, ob es das Filmmedium noch überleben wird jetzt, aber so und so, je nach Anwendungszweck. Zurzeit sieht es ja so aus, dass beides nebeneinander arbeitet und beides sich auch nebeneinander verträgt. Ja, zurzeit sieht es noch so aus. Aber ich selbst habe erfahren, dass die Bequemlichkeit des Fotografierens mit einem Digitalapparat sehr verführt. Das muss man an der Stelle mal sagen. Und eigentlich vernachlässige ich so ein bisschen die analoge Fotografie in dem Bereich, weil die Bequemlichkeit wirklich überwiegt und naja, der Mensch ist faul und was er nicht unbedingt machen muss, das überlässt er vielleicht gerne der Maschine.
Herr Münch, ich bedanke mich recht herzlich.